Moin, liebe Top-Familie und liebe Simmer Singer-Fans und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, wir reagieren mal wieder auf Masken aus anderen Ländern und wir sind in Chile angelangt. Denn wie dem guten, wir gucken mal kurz drauf, Jerry Booberry aufgefallen ist, haben wir auf Kroatien und Chile noch nicht reagiert. Kroatien habt ihr schon gesehen und deswegen machen wir jetzt weiter mit Chile. Deswegen nochmal danke für deinen Kommentar. Auch nochmal danke an Mask Fandom. Hast du schon auf The Masked Singer South Africa reagiert? Kann ich sagen, jein. Denn auf die erste Staffel haben wir reagiert. Das Video kam am 23.08. letzten Jahres. Staffel 2 habe ich nur geguckt und habe nur gesehen, es sind noch nicht alle Masken da. Deswegen wird sich das ein bisschen. Also zumindest für mich jetzt zu diesem Zeitpunkt. Deswegen wird es sich noch ein bisschen hinziehen, weil ich ja gerne so ein paar Videos immer von The Masked Singer hier mit den Reaktionen aufnehme. Und um natürlich kein Video zu verpassen. Und deswegen hier nochmal der Hinweis, um auch nochmal natürlich das Video eben aus von Staffel 1 auch nochmal vielleicht zu sehen, für die, die es nicht gesehen haben. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Und guckt dann in die Playlist von The Masked Singer Special Videos. Denn da ist natürlich das Video dann zu finden. Bei sehr, sehr vielen Videos. Ich weiß nicht, wie viele Videos schon in dieser Playlist drin sind. Ich kann ja mal eben sonst kurz irgendwie reingucken, wie viele Videos da schon drin sind. Das sind 138. Also, da gehören schon einige Special-Videos eben mit zu. Deswegen checkt es aber trotzdem sehr gerne aus, um halt eben dann, ja, das alles mit zu bewerten. Also, deswegen auch hier der Hinweis an euch. Schreibt eure Bewertung gerne auch unten mit in die Kommentare. Was ist eure Top 3? Ja, und wir werden jetzt mal auf die Masken hier reagieren aus Chile. Staffel 1. Und wir beginnen mit Platz 12, also 12 Masken haben wir, und bewerten mal hier das Monster. Wir sind ja bei Staffel 1, das heißt, man kann ja mal gucken, wie sich auch die Masken hier verändern. Und das Monster war irgendwie gefühlt in jeder ersten Staffel, in jedem Land hatte ich das Gefühl. Also in USA, in Deutschland, ich glaube auch war's Belgien und ich glaube auch Dänemark, wenn ich mich jetzt nicht irre. Was ich erstmal an dieser Maske mag als Monster, sind die normalen zwei Augen und der Mund. Das Ding ist, wenn man sich die oberen drei Augen anguckt, finde ich, denkt man eher an einen Alien als an ein Monster. An ein Monster denke ich an etwas, ich sag mal, entweder Böses oder an etwas Knuffeliges, so wie wir auch hier unser Monsterchen kennen. Das finde ich so semi-gut. Also ich mag die Farben, dass du eben dann so sagst, hier, wir nehmen Orange, wir nehmen hier dann so Rosa, wir nehmen dann noch so Farben wie so Türkis und so ein bisschen Gelbliches mit rein. Aber das hier oben plus diese drei Augen macht für mich eher ein Alien aus und nicht unbedingt ein Monster. Als nächstes kommen wir zum Popcorn. Ja, hat was. Wir haben schon Popcorn gesehen. Da haben wir auch schon so gesagt, sieht ein bisschen komisch aus. Klar, könnte man jetzt auch hier meinen, warum sieht das Popcorn so komisch aus? Du hast hier Popcorn hier an den Schultern und hier so unten. Was soll das darstellen? Soll das ein Tier darstellen? Weil das so komisch aussieht. Du hast oben so ein Pinöppel und dann hier so eine Art Beine, sag ich mal. Die Farben passen zum Popcorn, eben so eine blaue Fliege, dann eben so rot-weiß. Der Kopf, ja, sieht so ein bisschen zopfmäßig aus. Sieht so aus, als ob man das Gehirn sieht, wenn man ja weiß, wie das Gehirn ja aussieht. So von der Musterung, sage ich jetzt mal. Augen, okay, hätte man jetzt nicht so groß machen können müssen, finde ich, mit diesen Augenbrauen. Nee, die Augenbrauen gehen aber so mit den Wimpern. Irgendwie haben die ein Faible für, dass die Zunge so seitlich ist. Hier dann so in der Mitte so ein Zahn. Finde ich Monster vielleicht einen Ticken besser. Ab jetzt lasse ich mir nicht anmerken, was mir gefällt. Kommen wir zum Esel, Donkey. Der sieht sehr, sehr lustig aus. Wir reden hier über einen Esel erstmal, der hier so ganz kurze Haare nur hat. Der
ganz große Augen hat und dann die Iris da drin wirklich sehr, sehr klein sind, so dann im Verhältnis zu den Augen. Hat eine Zahnspange, wie gesagt, sieht so Cowboy-mäßig aus. Hier unten so eine Gürtelschnalle. Dann insgesamt hier so dieser Look. Also gefällt mir gut auch so diese Farbe blau-weiß, so vom Esel. Hat was. Hat was. Machen wir weiter mit dem Flamingo. Ja, also ist er natürlich immer rosa. Wir kennen ja auch unseren Flamingo, der gute Ross Anthony. War ja bei uns der Flamingo. Starker Mund oder Schnabel, sag ich mal. Dann gefällt mir auch insgesamt so diese Federung. Auch hier sehr, sehr viele Federn insgesamt mitgeschmückt. Dann hast du hier so eine Perlenkette oder was das sein soll hier so. Kannst du machen. Ansonsten, man erkennt halt eben, dass es ein Flamingo ist. Punkt. Man erkennt es halt eben. Also da ist jetzt nicht irgendwie etwas, was außergewöhnlich ist, was speziell ist. Es ist halt einfach ein Flamingo. Dann kommen wir zum. Ja, das ist jetzt die Frage, was ist das denn hier? Rockrush Indian. Ich guck mal. Rockrush Indian. Ein schelmischer Indianer. Oh, darf man ja eigentlich nicht mehr sagen. Ein Mann indigener Abstammung, glaube ich irgendwie. Oder eine Frau indigener Abstammung, darf man ja nur noch sagen. Ich finde das manchmal so lächerlich, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Also wenn das eben sowas sein soll, erkenne ich es nicht. Also da ist ein Hut, eine Brille, hat so ein Gewand um und das war's. Alles ist sonst braun. Sehr große Zähne, sieht eher beängstigend aus. Nase sieht aus wie so eine Schweinsnase. Augen im Verhältnis zur Brille auch sehr klein. Die Augen kannst du auch nicht aus so einer Perspektive jetzt gut sehen. Du hast zumindest hier so ein Mikro, was angebracht ist. Finde ich okay, finde ich stark. Ja. Ansonsten kann ich das jetzt nicht bewerten, weil ich nicht weiß, auf welcher Grundlage jetzt so diese Maske hergestellt wurde. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Machen wir weiter mit einer Ananas. Ja, eine muskulöse Ananas. Hat einen Strohhalm oben drin, finde ich erstmal cool, finde ich fancy. Auch so mit so einem Schirmchen. Trägt eine Sonnenbrille. Ich finde es so ein bisschen schade, dass so diese Ananas so hier diese Muster hat. Also, verstehe mich nicht falsch, das sieht so geschnitten aus. Ich hätte es vielleicht ein bisschen mehr durchgängiger. Eine andere Farbe, vielleicht ein bisschen dunkler, ist muskulös, starkes Hawaii-Hemd, finde ich sehr, sehr cool. Ich habe auch ein Hawaii-Hemd, hatte ich schon länger nicht an, aber finde ich insgesamt sehr, sehr cool, so diesen Look. So eben mit diesem Sixpack oder Achtpack oder was das sein soll. Sieht aber zumindest cool aus. Auch so dieser Blick, man sieht zwar die Augen nicht, aber so dieser Blick mit, gepaart eben so mit den Zehen, hat irgendwie was. Deswegen, ja, finde ich gar nicht so schlecht. Dann haben wir Wasp, also eine Wespe. Eine Frau, eine weibliche Wespe. Wir sehen oben eine Krone, sowas ähnliches, finde ich. Also eben so die Königin eben der Wespen. Du hast hier seitlich so diese Beine, was ich auch stark finde. Hast dann so, ich nenne es jetzt mal so eine Art, ja, wie soll man das nennen? So eine Art Rüstung nenne ich das jetzt mal. Also so hier dieses Goldene, was hier auch so über die Busen geht. Hier so ein bisschen den Bauch bedeckt. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Warum ist hier so schwarzer Stoff, der so ein bisschen dicker ist, so irgendwie hier so an den Ellbogen. Hier so am Hals, so, sag ich mal, so diese Schichten mit Gelb-Schwarz. Bin ich ein bisschen zwiegespalten. Hinten erkennen wir die Flügel, die sind so ein bisschen mehr durchsichtiger gelb, aber in so einem
durchsichtigen, ganz, ganz hellen Gelben, finde ich stark, dass sich das da auch nochmal abhebt. Du hast hier ganz leichte Fühler, Mund etwas klein gehalten, Augen dafür etwas größer. Das passt, finde ich, von der Symmetrie her. Und irgendwie muss ich, wenn ich so diese Rüstung, sage ich mal, hier vorne sehe, an Wonder Woman denken. Ich kenne mich zwar überhaupt nicht mit Marvel und DC aus, aber ich weiß, dass, ich hoffe, ich liege da richtig, dass ja Wonder Woman von Gal Gadot gespielt wird. Und zumindest, wenn ich mir so dieses Filmposter ansehe, was ich mal so durch Trailer oder so, durch, wenn man so auf diesen Seiten unterwegs ist, dann gesehen hat, finde ich, erinnert das daran. Machen wir weiter mit der Blume. Ja. Es ist halt eben so diese eine Blüte, die du da hast. Dann ist da eben so dieses Gesicht drinne. Alles andere ist grün. Du erkennst da den rechten Arm der Person. Der ist so ein bisschen in so einem ganz anderen Grün. In so einem. Hier, wartet mal. Ich habe hier so eine Art Grün. Hier, guck mal. Weil ich hier Karteikarten habe. Das ist so ein Grün hier. Finde ich. Ist okay. Hebt sich halt so ein bisschen ab, weil du ja auch, wenn du so ein Blumengesteck hast und du grün mit dabei haben möchtest, kannst du das ja auch so verschieden machen. Mir ist es ein bisschen aber zu sehr grün, so am Körper insgesamt. Die Maske, ja, geht. Hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht, vielleicht so klassisch blumenmäßig und nicht ein Gesicht in dem Sinne. Ja. Geht. Dann kommen wir zum Toad. Dann jetzt nochmal Toad. War Toad Frosch? Nee, Toad ist doch nicht Frosch. Kröte, genau. Nicht Frosch, weil Frosch ist es ja nicht. Kröte. Ah. Eine Kröte mit einer Krone. Der Krötenkönig. Hat auch so ein majestätisches Outfit. Auch so hier dieses klassische Weiße am Hals. Ich weiß nicht, wie es heißt. Dann da aber auch so ein Manschettenknopf mit dabei. Insgesamt so auch dieses, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß, das gibt's. Da gibt es so einen Fachbegriff für, aber so dieses weiße Gewand, so auch an den Armen, an den Händen. Finde ich stark. Schöne Augen. Mund. Nicht zu groß, nicht zu klein, finde ich gut. Auch die Hände finde ich okay. Hose passt. Ein gelungenes Outfit insgesamt, wie ich finde. Vor allem gefällt mir auch nochmal so hier diese Ausbreitung an den Wangen, an den Backen. Finde ich sehr, sehr stark. Dann kommen wir zum Stork. Stork, ist das sowas wie so ein Kranich? Stork. Storch. Ach, einfach doch nur Storch, okay. Ein Storch. Ein Storch, der Briefe austrägt. Sieht so ein bisschen verpeilt aus. Hast du was Entdeckermäßiges? So. Oder er hat was Entdeckermäßiges plus die, sag ich mal, Piloten. Von diesen, ich sag mal, Kunstflugzeugen haben doch immer so eine Brille auf. Daran muss ich auch so ein bisschen denken, weil das ja hier so diese Brille ja oben hat, also hier dieses rote. Hat so orange-rote Handschuhe, hebt sich auch ab. Hat eben so eine Tasche um, wo R drauf steht, also eben Luftpost, was ja auch eben passt, weil ja eben Störche fliegen. Starker Schnabel, starker Kopf insgesamt. Cooles Outfit. Ich frage mich nur, was das Schwarze hier sein soll, aber ansonsten sehr gelungen, wie ich finde. Auch hier so diese Zahnrädchen, die ja so noch seitlich sind und hier so eine Art Ant, hier, wie heißt das immer? Auszeichnung, irgendwie sowas. Finde ich stark. Dann haben wir noch eine Ratte. Oh, eine sehr fiese Ratte. So eine Kanalratte. Hat hier so ein Schloss, damit man hier was aufmachen kann. So mehrere Schlösser. Hier so Sachen, die so gestickt sind. Hier so Schlüssel. Hier auch nochmal so eine Auszeichnung oder so. Zeigt so die Muckis. Also so auch die Arme, Hände finde ich sehr, sehr stark. Und dann wirklich hier so ein ganz fieses, böses Lachen. Du hast hier vorne so einen großen Zahn. Dann hier so viele Zähne. Haare gehen hier ab. Was ich dabei gut finde, ist, dass du nicht nur so diese Nasenhaare hast, sondern auch hier so ein bisschen, dass die so ein bisschen abstehen.
Hast du eine Mütze, was mich sehr an Frankreich erinnert? Also, das ist so eine böse französische Ratte, was natürlich passen würde. Auch die Ohren finde ich stark. Und auch hier so die Augen. Also, finde ich sehr stark umgesetzt, muss ich wirklich sagen. Outfit eben so eine Art Weste. Ich weiß nicht, ob jetzt das hier so vonnöten war, hier so was Dickes drum zu machen. Ansonsten aber stark umgesetzt. Und gewonnen hat damals die Puppe. Das ist wirklich eine Puppe, also das merkst du wirklich anhand der Haltung. Das hat wirklich sowas von Megan vom Film. Haare orange, so richtig drumherum. Hat so was Playmobil-mäßiges. Also das hat mich jetzt voll für verrückt. Das hat so voll was Playmobil-mäßiges, wenn ich so diese Masken hier anschaue. Ja, und das eben so dann eben in Realität umgesetzt. Deswegen finde ich das stark. Tolle Augen. Zopf. Vielleicht ein bisschen zu dick, ein bisschen zu weit vorne. Schönes blaues Kleid, insgesamt sehr, sehr schick. Auch so hier unten die Beine. Du merkst richtig, wie das so eine Puppe ist. So Annabelle Playmobil in Real Life, wenn man es so sehen will. Ist auf jeden Fall stark. Wann war das denn? Das war 2021. Ah, okay. Ging 3 Wochen. Ja, nee, fast 4 Wochen, nicht 3 Wochen. Was rede ich da? Ja. Kommen wir jetzt zu meiner Bewertung und zu meiner Top 3. Ja. Also ich habe, glaube ich, meine Top 3. Und jetzt muss ich die nur auch sortieren. Okay. Auf Platz 3 ist für mich die Ratte. Die Ratte finde ich sehr stark umgesetzt, muss ich zugeben. Also das hat irgendwie was. Das hat so was Böses, wo man auch eine Ratte erkennt. Finde ich mega. Auf Platz 2 ist für mich der Storch. Storch. So. Finde ich auch mega. Mir gefällt diese Idee. Finde ich wirklich sehr geil umgesetzt. Aber mich hat wirklich sofort der Esel abgeholt. Ich weiß nicht warum, ich finde, der Esel hat irgendwie was. Mir gefällt der Esel unfassbar gut. Hat sowas Kindliches, sowas Niedliches irgendwie auch. Gefällt mir irgendwie. Obwohl das so mit den Augen und der Iris so ein bisschen, aber das klammer ich aus. Wie sieht's bei euch aus? Wie sieht eure Top 3 aus oder euer gesamtes Ranking eben aus Chile? Wir machen weiter erstmal mit Chile. Da haben wir insgesamt 3 Staffeln. Das heißt, wir kümmern uns da jetzt die nächsten Wochen noch um Staffel 2 und 3, ehe wir uns dann danach dann Südafrika nochmal widmen mit Staffel 2. Ja, und deswegen würde ich sagen, war es das jetzt hier von meiner Seite aus. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst es noch rum, da vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und mir dann nur zu sagen, Anpfiff ab, Pfiff Tor, ciao, liebe Topfamilie und Sebastian Fenster draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.